Einen wunderschönen guten Tag. Schön, dass ihr wieder dabei seid. So, herzlich willkommen zurück bei City Skylines. So, wir werden dann heute erstmal, wie ihr geschrieben habt, hier irgendwie Schienen hinlegen, damit wir hier noch einen Bahnhof rankommen, ranbekommen. Aber ich würde sagen, eher auf diese Seite, weil hier ist der Haupteingang. Hier passt das wohl besser. Und ich habe auch noch aus dem Workshop ein paar einzelne einzigartige Gebäude runtergeladen. Wie hier ein Star Trek Museum und hier sind noch ein paar mehr. Müsst ihr bloß gucken, wo die alle sind. Aber damit wir hier ein bisschen was für die Touristen machen können. Hier haben wir noch einen Golfplatz. Denn ich weiß gar nicht, wo die alle sind. Das sind die Konzerte. Hier haben wir noch so eine komische Statue. Denn, na, der war ja eh nicht frei. Hier ist noch eine Statue. Oder der Fontäne, besser gesagt. Dann haben wir hier noch so einen japanischen Tower. Dann haben wir, hier ist mal nix, okay. Hier noch zwei japanische Tempel. Jupp. Und haben wir hier auch noch was? Ja, das war das Stadtrankmuseum hier. Auf jeden Fall noch ein bisschen was für die Touristen. Aber ich würde sagen, wir kümmern uns erstmal um den Bahnhof. Da müsste ich aber einmal kurz gucken, wie die Schienen am besten sind. Ich stelle erstmal den Bahnhof hin. Ist wohl das Beste. Ich möchte hier jetzt aber keinen großen Bahnhof stehen haben. So viele große Hauptbahnhöfe gibt es nun in Wirklichkeit auch nicht. Ich glaube, ein ganz normaler, einfacher Bahnhof wird hier reichen. Warte mal. Hier geht der Strom durch, ne? Aber wenn ich ihn hier so hinstelle, Stromleitung kann man ja gleich wieder anschließen. Hier so direkt vor dem Haupteingang. So. Und jetzt die Schiene, da müsste ich mal gucken. Wenn ich die hier so gerade lang ziehen würde und hier vorne dann runtergehen lasse. Also erstmal ungefähr bis hier. Muss ich ja runtergehen lassen, weil ich jetzt nicht eine riesen Brücke rüber machen will und auch nicht die Stadt zerstören will. So, hier quasi gerade runter. Und das Ganze nachher auch auf der anderen Seite. Jetzt müsste ich bloß mal gucken. Erstmal müsste ich darauf gehen und das ausmachen. Damit, die Hauptschiene wäre diese hier. Naja, die führt auch raus. Müsste da irgendwie rankriegen. Das heißt, ich müsste quasi hier im Bogen rumgehen und da irgendwie wieder rankommen. Wäre das denn nicht einfacher, das Ganze von hier abzuzweigen? Ich hoffe, das geht gut, weil hier auch so viele Frachtzüge unterwegs sind. Das Ganze dann quasi, ist er da verbunden? Ja. Hier müsste ich ihn dann runtergehen lassen. So. Ist er denn irgendwie hier? Der kommt sich da wahrscheinlich mit der U-Bahn in die Quere, oder? Müsste sogar gehen. Wenn ich ihn so ein bisschen hier so vorbeiführe. Na? So. Hier quasi weiterführe. Das wird sonst alles ein bisschen. Moment. Muss ich wohl ein bisschen geschwungen bauen. So, und hier müsste er dann quasi im Bogen rum. Vielleicht von hier nach da? Ja, das geht. So. Dass er quasi mit an der Hauptlinie angeschlossen ist. Das soll ja hauptsächlich Touristen ankommen. Hier werde ich noch einmal kurz das Ganze auch zur anderen Seite abzweigen. Wie mache ich das am besten? Von hier so ein bisschen rum? Müsste gehen, oder? Ist da, glaube ich, auch verbunden? Ja, ist er. Wunderbar. Aber das Ganze muss ja auch noch an die andere Seite. Das heißt, hier auch einmal gerade lang ziehen, würde ich sagen, ein Stückchen. Bis ungefähr da. Und hier dann vielleicht. Vielleicht baue ich den Bahnhof auch noch so um zu einem Bahnhof mit U-Bahn-Station drin. Dann können wir die hier auch noch einmal lang zwirbeln. So, und hier müsste ich jetzt mal gucken. Das ist die U-Bahn, die hier lang fährt. Wo ist denn hier die normale Schiene? Das hier ist ein Bahnhof, oder? Ist sogar ein Passagierbahnhof. Ja, das passt. Wenn ich ihn denn hier irgendwie mit anschließe, wenn es geht. Warte mal, dass er vielleicht von hier mit dem irgendwie gekoppelt ist, dass hier so eine Schiene abgeht. Geht das? Gefällt's? Ah, hier ist wieder das Wasserproblem. Alles klar. Ah, okay, aber das muss ja nicht unbedingt vom Wasser aus gehen. Das könnte man ja auch von hier abzweigen. Hier so rum müsste gehen, oder? Und dann da irgendwie mit hin, wenn ich da irgendwie hinkomme. So. Irgendwie da. Ah, hier ist die U-Bahn im Weg. Alles klar. Hier vielleicht ein Tickchen weiter runtergehe. Warte mal, ich muss einmal kurz ein Stückchen länger. Ist halt immer so ein bisschen gefriemelt. Da einmal lang und dann jetzt hier runter. Ein gutes Stückchen. Dann müsste ich doch da durchkommen, ne? Zack. Denn daran passt das?
Ah, würde schon passen. Ist bloß ein bisschen schief. So, und jetzt daran. So. Gut, ist hier so ein kleiner Schwung drin, das ist aber nicht schlimm. Aber so ist das quasi auf beiden Seiten verbunden. Aber hier müsste er rein theoretisch auch. Von der Seite nochmal daran, dass er hier quasi zu beiden Seiten hinkommt. So können zumindest die Touristenzüge hier schon mal hinfahren. Wie ich da am besten eine Zuglinie einstelle, ist noch eine andere Frage. Aber es gibt ja auch diese Pendelzüge. Mal gucken. Da ist er. Wenn ich einen von hier zu dem Bahnhof da fahren lasse. Auch wenn hier schon so viele sind. Schaden kann es jetzt nicht. Den hier quasi hin und her pendeln lassen. Die können hier ja umsteigen. Da reicht ja auch ein Zug. Und von da quasi wieder zurückpendeln lassen. Da brauche ich dann auch keine zweite Linie. Dass er hier quasi hin und her fährt. Ich lasse ihn mal kurz weiterlaufen, um zu gucken, wie viele Züge er einsetzt. Einen, das reicht. Voll und ganz. Ja. Für diese zwei Haltestellen braucht er definitiv keinen zweiten Zug. Aber vielleicht, ja gut, das ist hauptsächlich für die Touristenzüge, die von außerhalb kommen. Und hier können dann halt auch Touristenzüge lang. Mal gucken, vielleicht geht das ja so, sonst kann man später immer noch was dazusetzen. Intercity ist hier an, ne? Ich hoffe nur, dass sie jetzt nicht allzu viele Probleme verursachen. Aber wir werden es sehen. Der Zug selber läuft ja eigentlich, naja, gut läuft er nicht, aber er sieht ganz gut aus hier. Das ist doch schon mal was. So, wo hatte ich denn hier den Tourismus? Darf ich nochmal kurz gucken? Tourismus, Tourismus. Zeigt er mir so gar nicht an. Warum nicht? Viertel, müsste er mir doch eigentlich so anzeigen. Ah, hier, okay. Das hier war das Tourismusviertel, ne? Das Stückchen hier. Das hier war Freizeit, hier war Tourismus. Genau. Hier hätte ich mich gerne noch, deshalb habe ich sie extra runtergeladen, so ein paar vereinzelte, einzigartige Gebäude. Als erstes möchte ich doch schon gerne das Star Trek Museum hier hin haben. Ich glaube, so eins gibt es auch in Wirklichkeit, ne? Irgendwo in den USA oder so, bin mir aber nicht ganz sicher. Aber zumindest gibt es eins. So, wenn ich hier eins hinzimmer. Na, vielleicht ein bisschen hier, weil da eine Straße mit dran ist. So. Wie sieht denn das überhaupt aus? Oh gut, das ist die Enterprise. Ja, die alte Enterprise mit Captain Kirk. Beam me up, Scotty. Obwohl sie schon etwas merkwürdig aussieht, das muss ich mal so sagen. Das ist nicht originalgetreu. Aber man erkennt, was es sein soll. Stimmt auch die Bezeichnung? NCC-1701C? Das ist also die dritte Enterprise, okay. Aber hier ist so eine kleine Straße vor. Was das soll... Jo, danke, Uni. Die auch. Beide sind gestiegen. Sehr schön. Gefeiert, 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 gefeiert. Alles klar. Wie das hier mit der Straße jetzt funktioniert, was die da überhaupt soll, ist meine Frage. Aber da werde ich wohl jetzt hier die ransetzen. Das müsste doch gehen, oder? Ich gehe einmal darauf. So ein bisschen als Gehweg oder so. Hier dann so ran. Die Ampel kann man ja gleich wegmachen. Und von hier dann genau das gleiche. So. Ja, das passt doch, oder? Hier dann einmal kurz die Spuren einstellen. So. Da einmal hin. Und einmal hier hin. Und ich glaube, da sind auch Ampeln drin. Die sollte natürlich auch weg. Ampeln, Ampeln, Ampeln. Jo. Jetzt fahren sie ja alle durch. Aber das kommt wahrscheinlich, weil die Spuren da verkehrt waren. Zumindest dürfte das jetzt ein paar Touristen anlocken. Hier vorne möchte ich gerne noch was hinhaben. Hier beim Zoo verschalte ich auch noch was. Und ich glaube, die Stromleitung ist hier gebucht, ne? Nein, ist sie nicht. Aber gut, weg kann sie nicht. Aber sie muss nicht so weit reingehen. Moment. Die könnte man von da nach da ziehen. Oder nach hier. So. Und dann kann das Stück hier unten... Nämlich weg. Zack. Zack. So, dann will ich hier nochmal mal kurz gucken. Dann könnte ich hier nämlich, genau, da noch einmal anpinseln. So. Ah, ob der Bahnhof jetzt letztendlich benutzt wird, sieht aber verdammt danach aus. Hier stehen echt schon Touristen. Passagiere letzte Woche null. Aber gut, das ist nur eine Frage der Zeit. Die nutzen ihn hier, wie es aussieht. Das ist sehr schön. Da kommt auch schon der Zug. Das ist ein normaler Intercity-Zug, ne? Jupp, steigen da auch alle ein. Gut, angekommen sind hier jetzt nicht allzu viele.
Scheint aktuell zu funktionieren. Abwarten, wie sich das entwickelt. Und danach brauchen wir aber natürlich noch ein paar einzigartige Gebäude. Das muss ich noch mal gucken, wo die alle sind. So, dieser Golfplatz wäre zum Beispiel auch was für die Touristen. Tourismus war immer noch hier unten, ne? Ja. Haben wir hier vielleicht so einen Golfplatz? Ah, besser wäre wohl so hier so, ne? Entschuldigung. Das dürfte auf jeden Fall Touristen anlocken, die wir brauchen. Und hier war nix. Hier auch nicht. Hier ist diese komische Statue. Oh, die ist so klein. Die könnte man hier zum Beispiel so mittendrin irgendwo reinzimmern. Muss ich ein kleines Gebäude dafür opfern. Ja, komm, eins geht. Statt angepinselt ist das Ganze ja noch eher... Wie ich die da gerade alle rausgejagt. Sehr kleines Gebäude. Naja, es lockt zumindest Touristen an. Mal gucken. Wir brauchen ein einzigartiges Gebäude später für woanders. Hoffentlich lockt das ein paar Touristen an. Werden wir sehen. Ah, hier bauen sie sich gerade wunderbar schön auf. Das freut mich. Lass das Ganze mal wieder schneller laufen. Und dann der Bahnhof, den will ich ein bisschen beobachten. Also aktuell wird er benutzt. Hier stehen ja schon wieder Leute rum. Es sind auch schon 43 Passagiere. Das kann aber wieder die Anfangszeit sein. Der ist durchgebreddert. Alles klar. Gut, aber die Züge kommen von beiden Seiten. Das ist schon mal schön. Hier ist eine angehalten. Oh, da kam einiges an den Touristen. Oh ja. Mal gucken, wo wollen denn alle hin? Die verteilen sich auf zwei Seiten. Wahrscheinlich zu U-Bahn oder so. Da kommt schon der nächste Zug. Der wird hier anscheinend sehr benutzt. Ein paar holen ihr Auto aus der Tasche. Ah, hier ist natürlich keine Straßenbahn und nichts, ne? Auch kein Bus. Viele wollen wahrscheinlich zum Zoo. Warte mal, besser wäre das vielleicht... Ich müsste mal kurz... Das ist hier eine große Straße, ne? Das kleine Stück hier vor... Zack. So ungefähr. Zu einer ohne Bäume zu machen, damit wir hier Zebrastreifen haben. Sieht zwar nicht schön aus, aber so kommen sie zumindest über die Straße. Ich hoffe, sie nutzen es auch. Ja, tun sie. Ich könnte hier zwar jetzt auch einen Weg rüberbauen können, aber ich will hier nicht unnötige Häuser wegreißen. Das geht ja auch so. So viel Verkehr ist hier nicht. So kommen sie nämlich auch vom Bahnhof hier rüber. Alles klar. Also der wird wirklich besser genutzt als gedacht. Das mit dem Müll ist immer noch so ein Problem. Ich weiß nicht warum. Die fahren einfach nicht dahin, wo sie hin sollen. Wir haben eine riesen Industrie- und Geschäftsnachfrage. War ja irgendwie zu erwarten. Hier könnte man noch Geschäfte hinbauen, aber was mache ich denn mit dem leeren Stück hier? Geht das? Mal kurz ausprobieren, da muss ich kurz Pause drücken. Wenn ich diese kleinen Straßen hier einmal gerade durchziehe. Von hier oben. Ist das weit genug weg von da? Ich glaube schon, ne? Wenn er mich überhaupt lässt. Warte mal. Ich würde das gerne hier am Zaun vorbeiziehen. Und da anschließen. Aber das geht nicht, ne? Na, so mache ich den Zoo kaputt. Ah, so wird es aber gehen. Und das ist weit genug weg, oder? Ich glaube ja. Hier kommt ja eh gleich die Ampel raus. Den dann hier weiter gerade runterziehen. Dann haben wir hier zumindest noch ein bisschen Fläche. So. Denen quasi, gut, dann müsste das eine Gebäude hier weg, aber da könnte man hier weiter anpinseln. So, ich stelle mal kurz die Spuren ein und mache die Ampeln da weg. Moment, jetzt juckt mir die Nase. Alter. Warum das denn jetzt? So, weiter geht's, Entschuldigung. Genau, hier und da natürlich auch. Die Ampeln müssen natürlich weg, das ist klar. So, hier dann nochmal. Also können Sie schön am Zoo vorbeilaufen. Sehen die schönen Tiere, wollen die Tiere begutachten und müssen zahlen. So, dann kann man hier mich noch ein bisschen Geschäft hinbauen. Hier. Hier genauso. So. Da können ja auch Autos fahren. Ich habe ja nichts gesperrt oder so. So, da vielleicht noch ein Geschäft hin. Und hier mache ich dann so eine kleine Büromeile, weil Industrie haben wir ja auch Nachfrage. So, strommäßig müsste sich das denn, hoffe ich, mit dem Zug verbinden. Werden wir aber gleich sehen. Oder hier, zumindest müsste sich das verbinden. So kriegt der und der vielleicht auch mal Strom. So kommen wir doch langsam voran.
Hier haben sie denn jetzt natürlich auch einen Zebrastreifen, wo sie rüber können. Da vorne können sie jetzt rüber. Da kommt gerade ein ganzer Schwung. Geht er hier rüber? Nö. Interessiert die gar nicht. Ah, ich müsste mal abwarten, bis wieder ein Zug kommt. Hier steht ein Haufen Leute, um zu sehen, wo die alle hinrennen. Viele wollen natürlich zum Bahnhof. Mich interessiert aber eher, wo die Leute hinwollen, die mit dem Bahnhof kommen. Auf jeden Fall, der Zug ist gut besetzt. Da kommt gerade einer. Na gut, da sind jetzt nicht allzu viele ausgestiegen. Ein paar Einzelne, die meisten sind eher eingestiegen. Der hat wie viele... Oh, das ist sogar mein Passagierzug. Okay. A plus 63. Also sind gut welche eingestiegen. Mich interessieren jetzt im Moment aber eher die Touristenzüge. Weil das wollen da bestimmt auch welche dazu den Geschäften. Boah, da müsste ja auch gleich wieder einer kommen. Also das würde mich jetzt schon interessieren. Ja, treffen wir uns am Hashtag-Mark und schwimmen. Ich war noch nicht fertig. Und schwimmen im Hashtag-Brunnen. Sieg Champions. Alles klar. Also ich hatte noch nie das Bedürfnis, im Brunnen zu schwimmen. Da kommt ein Zug. Und er ist durchgefahren. Okay. Hier halten aber Touristenzüge. Das hatten wir ja schon. Ist hier nicht zufällig gerade mal irgendwo einer am Anmarsch? Nur um das mal zu beobachten, ob das hier funktioniert? Wenn da nochmal so ein Schwung rauskommen würde wie eben. Da kommt einer. Ah, das ist auch der Passagierzug. Boah, da stehen ein Haufen, die aber nicht eingestiegen sind. Das heißt, sie warten auf den Intercity. ICEs gibt's hier ja nicht. Ich glaube, im Workshop schon, aber so im Spiel nicht. Wo ist er denn? Wo ist er? Da kommt einer. Ja, da kam auch ein ganzer Schwung raus. Sehr schön. Laufen die jetzt über die Zebrastreifen? Guck hin, die müssen hier gleich alle rauskommen. Da kommen sie, wie die Lemminge. Das ist halt das, was ich wissen will. Verteilen sich zwar über beide Seiten, gehen sie jetzt direkt über den Zebrastreifen oder nicht? Na, ein Teil schon, da, guck, da rennen sie rüber. Jupp, hier eher weniger, die wollen wahrscheinlich woanders hin, aber hier rennt ein Teil rüber. Das freut mich, das sind die, die hier einkaufen wollen, ne? Okay. Ja, und ein großer Teil, der im Zug ankommt, will in den Zoo. Okay, ihr hattet recht, das pusht den Zug ganz schön hoch. Da steigen mal die Besucher. Die Einnahmen sind, naja, minimal gestiegen, ja? Das ist jetzt nicht so viel, aber guck, da kommen noch ein paar, die rein wollen. Oh, das freut mich. Es gehen zumindest mal mehr Leute rein. Die haben überhaupt nichts gezahlt, die Einnahmen sind nicht höher gegangen. Die zahlen nichts. Die rennen einfach so rein. Okay. Sehr, sehr schön. Auf jeden Fall funktioniert das Ganze mit dem Bahnhof. Noch haben wir hier auch keinen Zugstau. Und das hier hat auch funktioniert. Das freut mich. Die haben sich ja aufgebaut. Mittlerweile haben die hier vorne auch Strom. Das ist schön. Und irgendwann haben wir das halt alles so verbunden. Da könnte man hier das Stück eigentlich auch schon mal bebauen. Denn ist das hier so verbunden, dann kann ich mir nämlich diese Stromleitung hier sparen. Die Frage ist jetzt nur, wir haben natürlich immer noch ein bisschen Industrienachfrage. Das heißt, ich werde hier mal vereinzelt ein paar Büros zwischensetzen. So, um ein bisschen die Industrienachfrage. Hier kommt mal so eine Büroecke hin. Natürlich brauchen wir auch weiterhin noch ein paar Geschäfte, aber jetzt nicht mehr so viele. Vielleicht noch zwei große, da ein großes, da ein großes. Der Rest werden hier Bewohner. Die Ecke kommt wieder klein. So. Da ein bisschen, hier ein bisschen, da noch und da noch, hier noch, jenes noch, das, da kann nochmal hin, hier ebenfalls und von mir ist da nochmal. So, der Rest werden große. Dahin, dahin, so müssen die näher früher oder später auch Strom kriegen. Es wird auch Zeit, dass die Polizeistation und Krankenhaus mal mit Strom versorgt werden, damit sie mal benutzt werden können. So. Hier noch, da noch. So. So fühlt sich das doch hier Stück für Stück. Und hier würde ich gerne, ehrlich gesagt, so eine kleine Büromeile hinmachen. Zack, zack, hier die Ecke hier. Jetzt dürfte das nur noch eine Frage der Zeit sein, bis die Strom kriegen.
Ja, müssen sich gleich verbinden. Guck, hier unten hat sie schon verbunden. Sehr schön. Dann kriegen die auch gleich. Und ich meine doch, hier können die Autos durchfahren. Hier fahren nicht allzu viele durch, aber es fahren welche durch. Da siehst du mal, jetzt haben sie Strom. Klappt doch. Und das macht mich jetzt diese Stromleitung hier oben, weil das jetzt hier überall verbunden ist, überflüssig. Die ist nämlich schon die ganze Zeit im Dorn im Auge. Dann kommt die nämlich jetzt weg. Zack, zack, zack. Da nochmal und hier nochmal. So. So kriegen wir das langsam verbunden. Oder? Ja. Ist halt immer noch so ein Müllproblem. Aber egal, wie viele Mülldeponien ich hier hinklatsche, wir haben es ja ausprobiert. Die verteilen sich sonst wo in der Stadt, aber nicht da, wo sie sollen. So, das scheint auch ein paar Touristen anzulocken, wie es aussieht. Jetzt nicht allzu viele. Wie sieht's denn aus mit unserem Tourismus? Ah, wir haben sehr hohe Stadtattraktivität. Touristen haben wir eigentlich auch relativ hoch. Und wir haben auch viele Touristen mit großes Vermögen, aber es reicht halt nicht. Arbeitslosenquote ist bei 5%. Das geht eigentlich. Geburtenrate ist auch relativ hoch mittlerweile. Aber ich glaube, viel mehr Touristen kriegt man auch nicht in die Stadt. Es müsste sich das Ganze hier natürlich erstmal aufbauen. Da steht einer, der keinen Strom hat. Das ist die Feuerwehr, ne? Oder was ist denn? Feuerwehr, ja. Gut, da wir noch ein bisschen Geschäftsnachfrage haben. Wenn ich hier vielleicht noch ein bisschen... Zack. Da vielleicht noch eins. Und hier unten noch eins. Da noch ein, zwei große mit zwischensetzt. Zack. Zack, vielleicht hier noch eins hin. Ah, vielleicht noch ein Büro, hier zwei, da so. Da ein bisschen Bewohner, da ein bisschen, das wird zu viel. Da. Und den Rest mit großen Auffüllen kriegt der vielleicht auch schon mal Strom. So, obwohl das ist hier doch, warte mal, das ist hier doch. Warte mal, das machen wir so. Zack, 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 so. Hier ist es genau das Gleiche. Wie pinselt der denn hier an? So. Jetzt kannst du aber gern wieder den ganzen benutzen. So, da einen hin, hier und hier. Hier nochmal hin, hier, da, 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 da. Dann kriegt der näher früher oder später auch Strom. Müsste klappen. Die bauen sich hier doch wunderbar auf. Ja. Hätte ich jetzt nicht gedacht, aber klappt. Dadurch haben wir jetzt natürlich durch die Geschäfte und Büros auch ein paar Arbeitsplätze geschaffen. Also eigentlich müsste die Arbeitslosenquote so langsam aber sicher sinken. So, ehrlich gesagt hätte ich hier gerne einen normalen Gehweg. So ungefähr von hier, hier am Krankenhaus vorbei. Warte mal, ich gehe mal darauf. So ungefähr. Zack. Ah, nicht so einen großen Bogen. Ganz klein. So. Hier wieder am Krankenhaus vorbei. Hier ungefähr ran. So. Kommen die nämlich auch von hier dahin und müssen ja nicht so kilometerweit laufen. Dann mache ich das hier nochmal zu Büros. Dann haben wir hier halt so eine kleine Büroecke. Quasi Verwaltung fürs Krankenhaus, Zoo und so weiter und so fort. Dann kann sich hier nämlich auch noch ein bisschen was aufbauen. Jo, das passt doch schon eher. Sehr schön. Feuerwehrhaus hat auch inzwischen Strom. Nein, hat es nicht. Müsste aber gleich kommen. Weil hier kann sich doch was aufbauen, oder? Ja. Ehrlich gesagt gefällt mir das hier so auch nicht. Ich kürze das Ganze mal ein bisschen. So. Und mach hier einfach nochmal... So. Alter, was für ein Kovenz, Mann. Vom Gebäude. Mein lieber Scholli. Jetzt hat er Strom. Jetzt hat er Strom. Sehr schön. Dann haben wir das nämlich auch versorgt. Und das mit dem Müll wird langsam echt sehr problematisch. Obwohl das alles im grünen Bereich ist. Problem ist halt immer, dass die verteilen sich überall in der Stadt. Es sind ja nicht mal alle Müllwagen unterwegs. Und trotzdem. Die fahren, selbst wenn ich hier jetzt wieder eine Extrastraße mache mit einer Mülldeponie, so wie ich es da gemacht habe, die fahren halt überall und nirgends hin, aber nicht da, wo sie sollen. Ob der gerade mal 10 von 20 im Einsatz, der gerade mal 12 von 20. Sie fahren halt nicht dahin, wo sie gebraucht werden. Gut, gut, gut. Das hier hätten wir schon mal.
sind wir fast komplett rum mit den äußeren Ringen. Fehlt eigentlich nur noch das Stück da, ne? Und dann mal gucken, was ich hier noch so mache. Die Schienen haben wir. Ich bin auch am Überlegen wegen der U-Bahn. Das ist Straßenbahn. Hier ist U-Bahn, ne? Die geht ja gerade hier außen lang. Gut, so habt ihr recht. Das habt ihr ja auch geschrieben. Bringt sie nicht allzu viel. Ehrlich gesagt hätte ich hier innen drin gern noch einen Ring, der den Zoom mitnimmt. Hier so einen kleinen. Aber ob das wirklich was bringt, weil hier haben wir ja auch schon die Straßenbahn. Ich glaube, ich werde den Bereich hier innen drin mit Bussen abdecken und dann irgendwie zu den einzelnen Haltestellen hin oder so. Dazu müssen aber erstmal mehr Straßen rein. Aber das werden wir sehen. So, der läuft besser als gedacht. 143 Passagiere die letzte Woche. Der läuft hier sehr, sehr gut. Guck mal hier, da kommt gerade schon wieder ein Riesenschwung an. Ich denke mal, der größte Teil rennt gleich wieder in den Zoo. Oder? Und da kommt sie, ich wollte gerade sagen. Die fahren hier schon direkt mit ihren Wohnmobilen direkt in den Bahnhof rein. Parken da perfekt. Ist mir noch nie so aufgefallen, dass sie da wirklich stehen bleiben, wenn sie hier hinfahren. Hier rennt wieder ein großer Schwung rüber. Und die wollen mit Sicherheit jetzt in den Zoo. Weil hier nicht allzu viel Verkehr geht, es sollte hier mal mehr Verkehr werden, muss ich natürlich eine Brücke oder Tunnel irgendwie bauen. Ah, der größte Teil rennt wie vermutet in den Zoo. Die kommen wegen dem Zoo hierher. Das passt natürlich. Komischerweise gehen die Einnahmen des Zoos nicht wirklich hoch, obwohl da so viele reinrennen. Also Besucher hat er jede Menge. Vielleicht könnte man hier nochmal Tierästhetik. Für Zootiere gibt es zusätzliche Pflege und Unterhaltung, damit sie glücklich bleiben. Erhöht den Unterhaltungswert der Zoogebäude um 20%. Kostet zwar Geld, nehmen wir aber. Werbekampagne. Bewirbt den Park in der ganzen Stadt, um mehr Besucher anzuziehen. Jo, nehmen wir auch mal. Hauptpark gibt's nicht. Kein Feuerwerk ist eh nicht im Zoo. Feiern, ne. Nachttouren auch nicht. Freizeitparks, das bringt uns gar nichts. Was ist für Naturschutzgebiete? Okay. Guck, was hier für Leute im Zoo rumrennen. Jede Menge. Und die geht nicht hoch? Okay. Ah, jetzt wird es hier mit den Zügen aber sehr mehr. Gut, die können ja auf zwei Schienen fahren, so ist es nicht. Aber was da jetzt für Leute kommen, wollen die auch wieder alle in den Park? Na, das werden wir ja gleich sehen. Ah, rennen zumindest alle hier rüber. Jo, jetzt pusht das den Zoo richtig hoch. Das hoffe ich auch mal, dass die Einnahmen hochgehen. Die hier rennen irgendwo, wer weiß wohin. Hier den ganzen Gehweg lang. Und hier irgendwo rüber wahrscheinlich. Die wollen wahrscheinlich hier irgendwo hin oder so. Aber in den Zoo rennt jede Menge. Nein, der rennt wieder so viele rein. Dessen wundert es mich umso mehr, dass das Geld nicht hochgeht. Ah doch, jetzt auf 932. Dauert wahrscheinlich immer eine Weile, aber Minus macht er trotzdem. Aber es funktioniert zumindest. Gut, das freut mich. Würde ich sagen, versuchen wir beim nächsten Mal hier das Stück mal voll zu kriegen, damit hier das Krematorium auch mal Saft hat. Ah, das mit dem Müll. Ich würde wirklich lieben gerne Zonen einstellen, welche Mülldeponie für welchen Stadtteil zuständig ist. Geht aber leider nicht. Die Chefsnachfrage ist immer noch wie Bulle, hat sich auch so gut wie alles vollgebaut hier. Die Industrienachfrage ist zum Glück etwas gesunken. Mal gucken, aber wir können hier noch ein paar Geschäfte reinbauen. Machen wir alles. Gut, aber für heute war es das erstmal. Ich hoffe, ihr seid immer noch spannend dabei. Wir sehen uns denn in der nächsten Folge wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bye, bye.